Moin Sportsfreunde, willkommen zu einer neuen Folge Fit mit KTV. Heute mit einem besonderen Special, wir zeigen euch Übungen für Schwangere. Ja! So, Katja ist im, welchen Monat bist du schwanger? Im 8. Monat. Im 8. Monat. Und du machst wie auf die Woche Sport? Aktuell noch 2 bis 3 Mal die Woche tatsächlich. Schon seit dem ersten Tag an, seitdem du schwanger bist, oder? Genau, ich habe vorher hier im Studio trainiert. Und hast noch keine Pause gebraucht? Bisher noch nicht. Und wie doll bist du denn eingeschränkt, so beim Sport vor allem? Man muss immer ein bisschen auf seinen Arzt und sein Körpergefühl hören, aber sobald du dich gut fühlst, kannst du eigentlich viele Übungen skalieren und fast überall noch mitmachen. Viele Mütter sind ja skeptisch oder kommende Mütter, die haben ja Angst, Sport zu machen, meinen, oh, ich darf gar nichts machen. Wie siehst du das denn? Ich muss sagen, es ist jetzt meine 2. Schwangerschaft und mir geht es deutlich besser als in der ersten, wo ich keinen Sport gemacht habe. Deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, so lange wie möglich dabei zu bleiben. Respekt, sieht auch nicht so aus, als wäre sie im 8. Monat. Gut so. Wir haben euch heute 2 Übungen vorbereitet. Einmal haben wir eine Couch simuliert, das wird gleich die Kräftigungsübung sein. Und dann zeigen wir euch eine schöne Dehnübung. Katja kann einmal zum Stepper gehen und mit den Händen an den Stepper. Diese Übung ist vor allem gut für die Arme. Achtet bei allen Übungen darauf, die ihr selbst macht, dass ihr, wenn ihr schon in einer fortschreitenden Schwangerschaft seid, nicht zu viel Bauchspannung reinbringt. Das heißt, macht Übungen, die nicht so viel Bauch verlangen. Du hast jetzt nicht so die Probleme gerade mit der Bauchspannung, oder? Das geht. Also. Genau. Ihr winkelt hier die Knie an, seid zu Hause auf der Couch oder auf einem Stuhl, etwa 90 Grad, und bewegt euch mit eurem Gesäß Richtung Boden und winkelt dabei die Ellbogen an. Mir ist wichtig dabei, dass ihr versucht, die Ellbogen zusammenzubringen. Sie müssen sich nicht berühren jetzt, so beweglich ist man gar nicht, aber die kommen aufeinander zu. Mit der Einatmung geht ihr runter, mit der Ausatmung wieder nach oben. Natürlich habt ihr jetzt etwas mehr Gewicht zu bewältigen als vor 8 Monaten, wie bei Katja, ne? Und mit der Einatmung, wie gesagt, runter, mit jeder Ausatmung wieder hoch. Das Ganze könnt ihr für 20 Wiederholungen machen. Machen wir jetzt nicht, diese paar reichen das an. Oftmals haben schwangere Frauen Probleme im Rücken, vor allem im unteren Rücken, dadurch, dass ihr vorne ein bisschen mehr Gewicht tragt. Dafür zeigen wir euch jetzt eine schöne Dehnübung, nämlich den Katzenbuckel. Katja geht einmal in Vierfüßlerstand. Achtet drauf, wenn ihr nach unten kommt, dass ihr mit der Schulter und mit der Hand in einer Linie seid und hier nicht zu stark durchstreckt. So, seht ihr? Sondern ihr lasst hier ganz leicht angebeugt. Dann schaut ihr, dass eure Hüfte und eure Knie auch in einer Linie sind. Fußspitze könnt ihr entweder abstellen oder Fußspann ablegen. Das bleibt euch überlassen. Ihr stellt euch jetzt vor, hier am unteren Rücken geht ein Faden entlang, der zieht euch nach oben, ja, sehr schön zur Decke. Und dabei schaut ihr dann nach unten, bringt das Kinn zur Brust. Und mit der nächsten Einatmung macht ihr einen sogenannten Pferderücken. Ihr schaut zur Decke und macht hier ein starkes Rückhalt. Jetzt dehnen wir ein wenig die Bauchdecke auf. Und mit der nächsten Ausatmung geht ihr wieder nach oben. Genau, wir dehnen dabei hier den sogenannten langen Rückenstrecker. Und beim Pferderücken dehnen wir, wie gesagt, die geraden Bauchmuskeln. Super, vielen Dank. Und denkt bitte dran, alle Übungen, die ihr macht, vorher immer mit eurem Arzt und der Hebamme absprechen, dass ihr das auch wirklich dürft. Wenn ihr dabei Schmerzen habt, immer eher abbrechen. Ja. Das war's schon wieder mit Fit mit KTV. Ihr könnt die Übungen natürlich zu Hause nachmachen. Vielen Dank für Katja, für die Übung, die sie jetzt vorgemacht hat. Und habt keine Angst vom Sport. Wenn ihr das schon vorher regelmäßig gemacht habt, könnt ihr auch weiter bis zur fortgeschrittenen Schwangerschaft Sport machen. Vielen Dank, Katja. Und wir sehen uns zur nächsten Folge Fit mit KTV. Und gebt uns natürlich einen Daumen hoch. Bis dann. Ciao.